Hallo liebe Podcast-Hörer, bevor es jetzt mit dem Roadback-Podcast gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir hatten leider technische Probleme bei der Aufnahme diese Woche und deswegen ist die Soundqualität leider nicht so gut. Wir hoffen, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuhören, wir haben nämlich eine tolle Folge für euch. Also, jetzt geht's los mit dem Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Der Hersteller von Radbekleidung lädt euch ein, im Mai auf Strava bei der Challenge Gaining Miles and Eating Flies mitzumachen. Wer bis Anfang Juni 10 Stunden auf dem Rad absolviert, hat die Chance, jede Menge coole Preise zu gewinnen. Gutscheine von Isadore im Wert von 200 bis 500 Euro sind da dabei oder Radcomputer und Powermeter von Wahoo. Und als Hauptpreis schicken euch Isadore und Faktor sogar zu einem World Tour Rennen. Außerdem erhalten alle, die die Challenge erfolgreich absolvieren, einen Rabattgutschein über 20% auf Trikots und Hosen von Isadore. Die Challenge von Isadore findet ihr auf strava.com und den Link gibt's auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazin. Ja, heute geht es mal um ein vielleicht nicht ganz so schönes Thema. Wir sprechen nämlich heute über Doping und zwar Doping nicht nur bei den Profis, sondern vor allem Doping im Hobbysport. Und dafür habe ich tatkräftige Unterstützung hier im Studio, nämlich da sind der Erik. Hallo. Und der Christian. Hallo, grüßt euch. Und ich bin der Sebastian. Ja, wir werden heute ein bisschen uns mit der Thematik Doping beschäftigen und was die Definition ist, was da dazugehört, was vielleicht nicht dazugehört, wo die Gefahren liegen. Aber wir sagen euch am Ende auch, wie ihr mit ganz legalen Mitteln eure Leistung steigern müsst und gar nicht in dieses zu dem Sündenfall des Dopings verfallen müsst. Quasi wie man es richtig macht. Genau, wie man es richtig macht. Ja, Auslöser ist halt sicherlich einer der Punkte, man sagt immer Doping im Hobbysport, macht das jemand, aber da gibt es tatsächlich anonyme Befragungen, zum Beispiel beim Bonn-Marathon, wo 60% der Teilnehmer angegeben haben, dass sie vor dem Laufen, obwohl sie gar keine Schmerzen hatten, schon Schmerzmittel genommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Ötztaler, also da gibt es keine ähnlichen Umfragen, zumindest habe ich keine gefunden, aber ich glaube, es würde mich arg wundern, wenn es da komplett anders wäre. Also deswegen glaube ich schon, dass das Doping auch im Hobbysport oder ich meine, es gibt auch Dokus über Schmerzmittelmissbrauch beim Amateurfußball, also auch Ligen, in denen es wirklich echt um objektiv betrachtet nichts geht, wo aber trotzdem die Versuchung zu Mittelchen zu greifen, die vielleicht nicht unbedingt leistungssteigernd sind, aber die zumindest bedenklich sind, vor allem im Maß und Umfang, da ist dann schon die Versuchung da zu greifen. Ja, und das Interessante ist ja auch, dass, also du hattest gerade das mit den Schmerzmitteln erwähnt, also Doping, wir können ja mal so anfangen, was ist denn überhaupt Doping? Ist es da, ist die Aspirin vor dem Wettkampf, ist das denn Doping? Also da gibt es eine einfache Definition, dass das die Anwendung von unerlaubten Mitteln zur Steigerung der sportlichen Leistung ist. Oder die NADA, die weltweite Anti-Doping, die nationale Anti-Doping-Agentur, so ist es, die hat es ein bisschen genauer noch, also Doping ist die Verabreichung oder der Gebrauch von körperfremden Substanzen in jeder Form oder physiologischen Substanzen in abnormaler Form oder auf abnormalem Wege an gesunden Personen mit dem einzigen Ziel der künstlichen und unfairen Steigerung der Leistung für den Wettkampf. Also da ist es eigentlich so alles abgedeckt. Die Einnahme von Mitteln zur unfairen Leistungssteigerung im Wettkampf. Ja, ich finde, da muss man ein bisschen auch aufpassen. Also Doping und Medikamentenmissbrauch sind so ein bisschen zwei Aspekte, die da so ein bisschen zusammenspielen, weil ich glaube, rein rechtlich ist tatsächlich die Einnahme von Schmerzmitteln nicht als Doping zu werten. Bedenklich ist es natürlich trotzdem, wenn man das nimmt, ohne dass man eigentlich Schmerzen hat oder sozusagen prophylaktisch. Also ihr seht, wir eiern da ein bisschen rum auch ein klein wenig, aber Erik, du hast da mal mit einer Expertin gesprochen, die sich da ein bisschen genauer auskennt. Genau, ich habe mal Sabine Brookman-May gefragt. Sie ist zum einen Urologin, aber auch Sportmedizinerin und fährt selber sehr gut und fit Rennrad. Also sie kennt sich da quasi medizinisch aus, aber auch, sage ich mal, den Radsport. Sie ist im Thema drin, genau. Das Wort habe ich gesucht. Und ich habe sie einfach mal gefragt, wie sich Doping denn überhaupt
ja, oder wie sie den Doping definieren würde, wie sich Doping definiert. Das Wort Doping stammt ursprünglich aus einem Dialekt aus dem südöstlichen Afrika, der später in der Burensprache aufgegangen ist. Und damals wurde mit Dope ursprünglich ein Schnaps bezeichnet, der bei rituellen Handlungen als Stimulanz verwendet wurde. Und später wurde das Wort aber auch für andere stimulierende Getränke verwendet. Heute ist Doping natürlich weiter gefasst und wenn man sich mal die unterschiedlichen Definitionen anschaut, dann legen die teilweise den Aspekt auf unterschiedliche Bereiche, die also wichtig sind für die Definition des Dopings. Aber insgesamt ist Doping das Vorhandensein einer verbotenen Substanz oder seines Metaboliten, also eines Bestandteils dieser Substanz oder eines Markers in Körperbestandteilen eines Sportlers. Und Doping ist dabei die Verwendung von Substanzen aus verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung von verbotenen Methoden. Also es muss nicht nur immer eine Substanz sein, sondern es kann auch eine Methode sein. Unter anderem reden wir mittlerweile auch von Gendoping oder zum Beispiel auch von E-Doping. Es gibt andere Definitionen, die nochmal andere Aspekte mit reinbringen. Zum Beispiel ist Doping auch die Verabreichung von diesen Substanzen oder die Anwendung von Methoden an gesunden Personen mit dem Ziel der künstlichen Steigerung und der unfairen Steigerung der Leistung für den Wettkampf. Und wenn man sich dann nochmal die Definitionen des Internationalen Olympischen Komitees anschaut, des IOC, dann definiert das Doping nochmal zusätzlich mit dem Aspekt, dass es sowohl die beabsichtigte Verwendung von solchen Substanzen sein kann, als auch die unbeabsichtigte Verwendung. Das heißt letztendlich, wenn man diese ganzen Definitionen mal zusammen anschaut, dann ist also wichtig, dass es verboten ist. Es ist eine verbotene Substanz oder ist eine verbotene Methode, die angewandt wird. Es wird angewandt bei gesunden Personen. Es hat das Ziel der künstlichen und der unfairen Steigerung und es kann beabsichtigt oder eben auch unbeabsichtigt sein. Also was ich da noch sehr interessant fand an der Definition von ihr, dass es halt nicht nur darum geht, ob du es irgendwie absichtlich gemacht hast, sondern dass es halt wirklich, du bist, also man kennt ja diesen Grundsatz vielleicht aus der Rechtsprechung, jeder Sportler ist für das verantwortlich, was in seinem Körper gefunden wird. Und ob du das selber bewusst genommen hast, ob du das versehentlich genommen hast, weil es in irgendeinem Medikament drin war, weil du einen Husten hattest und musstest Hustensaft nehmen, oder ob es in irgendwelchen anderen Nahrungsergänzungsmitteln drin war, das spielt letztlich alles keine Rolle. Wenn eine Substanz bei dir gefunden wird, dann giltst du als gedopt. Ja, und also da gibt es ja auch immer eine Liste, die von der Anti-Doping-Agentur veröffentlicht wird mit allen Inhaltsstoffen, die auf dieser Liste stehen. Und als Sportler, ja, sollte man tunlichst darauf achten, dass man nichts zu sich nimmt, wo diese Inhaltsstoffe drin sind. Und klar, wenn man jetzt, sag ich mal, in so einem Riegel, in so einem Energieriegel oder in so einem Gel, vor allem von einem etwas größeren Hersteller, da muss man jetzt nicht wirklich bei jedem Gel irgendwie jeder Geschmacksrichtung die Zutatenliste irgendwie durchgehen und auswendig lernen. Da kann man schon sich eigentlich sicher sein, dass die clean sind, diese Ernährungsmittel. Aber sobald es um Nahrungsergänzung geht oder vielleicht auch mal ein neuer Hersteller auf dem Markt ist oder jemand, der gar nicht so aus dem Sportbereich kommt, die vielleicht gar nicht als Hersteller so auf dem Schirm haben, dass es da gewisse leistungssteigernde Substanzen gibt, die verboten sind. Also da sollte jeder Sportler wirklich auch genau, jeder Hobbysportler auch drauf gucken, was ist da drin und ist es vielleicht problematisch. Also da ist man selber dafür verantwortlich und kann sich da nicht drauf beruhen, okay, ich habe ein Powerbar gegessen und dachte es, okay. Ja, wobei ich da jetzt halt als Hobbysportler einwerfen muss, mir ist letztens auch aufgefallen, da habe ich mein Lieblingshustensaft aus der Apotheke, ich nenne ihn einfach mal Tussamark, mir gekauft, weil ich halt Husten hatte wegen der Menge und Effekt und guck mal die Packungsbeilage an und da steht dann tatsächlich drauf, dass die Einnahme bla 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 kann zu positiven Dopingproben führen und wenn ich, ja okay, zum einen, wenn ich Husten habe, nehme ich an keinem Rennen teil. Ich meine, als Hobbysportler hat man eh relativ geringe Chancen, überhaupt mal kontrolliert zu werden. Da würde ich dann so ein bisschen sagen, okay, das ist jetzt, wenn man eh keinen Wettkampf betreibt und das dann aus Versehen beim Hobbysportler, wie gesagt, bei Profis ist es was ganz anderes, die müssen ja rund um die Uhr damit rechnen, kontrolliert zu werden, aber beim Hobbysportler ist es, glaube ich, dann so ein bisschen abgesoftet. Ich meine, ich werde jetzt keine 3 Liter Hustensaft trinken, um eventuell dann einen Leistungsgewinn rauszuziehen. Ich habe auch mal, man kann diese Liste mit den Medikamenten, kann man tatsächlich auch im Internet durchforsten, also kann man, ich habe die Adresse jetzt nicht parat, aber da kann man tatsächlich die Mittel eingeben und dann wird einem ausgespuckt,
was welche ist da Substanz drin, da eventuell ist problematisch ist. Da kam dann aber raus, dass Tussamack in Ordnung ist. Also. Naja, gut. Dann, okay. Dann geht er was rein. Nee, aber, also Leistungssteigerung beim Doping ist ja die eine Sache, aber da, bevor wir jetzt mal da noch in den Hobbybereich gehen, also das kann ja auch wirklich negative körperliche Folgen haben. Also der Leistungssteigerung ist ja ein Effekt, aber so ein Wundermittel, was nur einen positiven Effekt hat, das gibt es ja noch nicht. Erik, da hattest du auch noch mal Sabine gefragt. Genau, da habe ich sie auch gefragt, weil, also natürlich, wenn wir jetzt von Hustensaft sprechen, den man mal nimmt, weil man irgendwie wirklich einen Husten hat, dann ist es sicherlich, hat es seine Berechtigung, dass man sowas zu sich nimmt. Aber gerade wenn man Doping wirklich bewusst betreibt und dann auch wirklich Mengen und Substanzen nimmt, die sehr große Leistungsgewinne versprechen, da gehen ja doch einige Nebenwirkungen mit einher. Und welche das so sein können und dass man sich da eigentlich auch überhaupt nichts Gutes mit tut, sondern im Gegenteil eher sogar noch was Schlechtes. Das hat Sabine auch ganz eindrücklich beschrieben. Doping kann eben auch ganz klare negative körperliche Folgen hervorrufen. Und ein Sportler, der dopt, der gefährdet damit eben auch seine Gesundheit, weil die Einnahme von Dopingsubstanzen den Körper teilweise eben auch irreversibel, also auch unwiderruflich schädigen kann oder auch zum Tod führen kann. Also da gibt es zahlreiche Beispiele, die man hier aufführen könnte, auch zahlreiche bei Radsportlern. Und die Palette an möglichen Nebenwirkungen, die ist vielfältig. Und ich möchte das Ganze mal an zwei Beispielen herausgreifen. Einmal am Beispiel Testosteron oder Anabolika-Verwendung. Und das zweite Beispiel ist Erythropoietin, also EPO, das ja gerade im Radsport auch eine relativ lange Historie hat. Zunächst mal zum Testosteron. Also Testosteron ist ein anaboles Hormon, das also dem Muskelaufbau dient und dafür eingesetzt wird. Und es hat natürlich auch zahlreiche positive Einflüsse. Aber wenn man sich es als Dopingmittel anschaut, dann muss man einfach mal die negativen Aspekte hervorheben. Und Testosteron kann letztendlich dazu führen, dass sich zum Beispiel die Blutfette verändern, dass sich auch das Blut verdickt, dass ein erhöhtes Risiko gegeben ist für Arterienverkalkung bis hin zum Herzinfarkt. Es ist ein erhöhtes Risiko gegeben für Thrombosen, vor allem dann auch bei Leistungen. Weiterhin führt es unter anderem dazu, dass sich der Herzmuskel steigert und kräftigt, weiterhin stärker wächst als ohne Testosteron, aber gleichermaßen wird die Sauerstoffversorgung nicht angepasst. Das heißt, das Herz ist zwar prinzipiell muskulöser, aber wenn die Sauerstoffversorgung nicht gegeben ist, dann ist gerade bei sportlicher Höchstbelastung das Risiko gegeben, dass der Herzmuskel unterversorgt wird. Daneben hat Testosteron negative Einflüsse, auch ein gewisses Suchtpotenzial, auch zum Beispiel Depressionen nach Absätzen, negative Einflüsse auf die Konzentrationsfähigkeit. Ein Punkt, der noch zu berücksichtigen ist, auch gerade wenn es bei Jugendlichen oder bei jungen Erwachsenen angewandt wird, das kann also auch zu einem vorzeitigen Ende des Wachstums führen. Das heißt, das Längenwachstum kann eingeschränkt werden, dadurch, dass das Knochenwachstum mit beeinträchtigt wird. Und für mich als Urologin und Sportmedizinerin ist auch noch ein Punkt ganz wichtig, den ich mit hervorheben möchte. Wenn Testosteron zugeführt wird, obwohl kein eigentlicher Mangel besteht, dann schränkt es auch die Hodenfunktion auf Dauer ein. Das heißt, es kann die Fruchtbarkeit massiv einschränken. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch der, dass Testosteron im Übermaß zugeführt auch das Krebsrisiko steigert, zum Beispiel für Leberkrebs oder zum Beispiel auch für Prostatakrebs. Das zweite Beispiel ist Erythropoietin, EPO. Das ist also ein in der Niere produziertes Hormon, das also dazu vorhanden ist, damit rote Blutkörperchen, also die Erythrozyten, vermehrt gebildet werden. Und normalerweise tritt dieser Effekt ein, wenn also ein Sauerstoffmangel gegeben ist. Und dadurch hat Erythropoietin natürlich, wenn es extern zugeführt wird, den Effekt, dass also vermehrt rote Blutkörperchen gebildet werden. Und normalerweise wird Erythropoietin bei Patienten angewandt, die zum Beispiel Nierenerkrankungen haben oder die Krebs haben oder die bestimmte Blutbildungsstörungen haben. Und so wurde EPO also in den 1980er Jahren entwickelt und dafür angewandt. Und wenn es jetzt angewandt wird eben zum Doping, dann bestehen aber enorme Risiken. Also zum einen habe ich natürlich den Effekt, dass ich vermehrte rote Blutkörperchen habe. Zum anderen habe ich dadurch aber auch einen höheren Anteil an diesen festen Bestandteilen im Blut. Damit steigt also der sogenannte Hämatokrit und das Blut wird damit dickflüssiger, das wird visköser, fließt damit schlechter, der Blutdruck steigt an. Und wenn ich dann gerade bei sportlicher Höchstleistung auch noch vielleicht einen gewissen Flüssigkeitsmangel habe, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass es zu Thrombosen führt, zu Embolien, im Extremfall zum Herzinfarkt, zum Schlaganfall und dann eben auch zum Tod. Und dafür gibt es eben auch zahlreiche Fälle, die beschrieben sind und die auch gerade im Radsport auch vorgekommen sind. Ja, okay, das sind ja einige
wirklich unangenehme Folgen, die man am liebsten vermeiden würde. Also am besten nicht dopen, schon allein wegen der negativen körperlichen Folgen. Gehen wir nochmal zurück zu, was Christian am Anfang gesagt hat, mit dieser Studie über den Marathon, die Leute, die prophylaktisch Schmerztabletten nehmen. Da ist ja jetzt die Frage so, Schmerzmittel, ist das schon Doping? Ist ein Inhaltsstoff in einem Schmerzmittel, ist der auf der Dopingliste? Weil, soweit ich weiß, ist das jetzt nicht quasi rein von den Mitteln, die da drin sind, schon Doping? Nee, also ich glaube, rein rechtlich ist es kein Doping, aber es ist halt da, wo diese berühmte Grauzone so ein bisschen anfängt. Ich nehme was, um meine Leistung bringen zu können und dann, keine Ahnung, beim Marathon nicht nach Kilometer 30 mit Knieschmerzen oder sonst irgendwas zusammenzuklappen und nicht finishen zu können. Oder halt auch beim Ötztaler, wenn ich für ein Event trainiere und sage, okay, ich bin eigentlich nicht fit, aber ich habe das Bedürfnis, trainieren zu müssen und hau mir halt ein Ibu rein, damit ich mich halt fit fühle und fahren kann. Da fängt ja dieser Ehrgeiz so ein bisschen an. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist für mich schon raus aus dem Graubereich. Das ist für mich schon Doping, weil ein Schmerzmittel ist nach meinem Verständnis dafür da, dass wenn ich Schmerzen habe, dass ich sie damit lindern kann und nicht, ich laufe jetzt gleich einen Marathon oder ich fahre jetzt gleich einen Radmarathon. Das wird sicherlich in 3 Stunden irgendwie wehtun, dann schmeiße ich mir mal lieber jetzt schon eine Pille rein. Also dann sollte ich mir überlegen, ob ich da wirklich mitmachen sollte, ob ich genug dafür trainiert habe und ob ich vielleicht dann nicht ein bisschen langsamer an die Sache rangehen sollte. Also für mich ist es dann schon Doping, weil das, in dem Moment ist es für mich eine unerlaubte Substanz. Ja, und jetzt, wo du sagst, so also eine zur künstlichen Unfairung Steigerung der Leistung für den Wettkampf, quasi weniger, also da könnte man halt schon anfangen zu sagen, ja, weniger Schmerzen zu haben, quasi durch ein künstliches Mittel, ist das schon eine unfaire Steigerung der Leistung. Und da wäre ich auch vielleicht da sagen, ja, ich bin mir jetzt, leider habe ich die WADA- und NADA-Liste jetzt nicht auswendig im Kopf und auch nicht gerade hier vorlegen, um sie so schnell durchzugucken. Also deswegen, wenn jetzt quasi eine Dopingkontrolle im Anschluss wäre und da in meinem Urin würde Aspirin nachgewiesen werden, weiß ich nicht, inwiefern das Einfluss hätte auf ja, ob ich dann des Dopings, wegen Doping disqualifiziert werde. Ja, aber ich finde, das ist halt so ein ganz gutes Beispiel für, wo es im Prinzip anfängt, weil mir fiel gerade in der Vorbereitung für die Sendung eine Werbung auf, wo dann irgendwie ein Kind reinkommt und die Mutter kommt ins Kinderzimmer und sagt hier, Schatz, Mutti muss sich frei nehmen, Mutti ist erkältet, und dann kommt der Spruch hier, Eltern sehen sich nicht frei, die nehmen Vic Medi-Night oder Vic Day-Mate oder keine Ahnung, sprich, die spritzen sich halt auch fit, also jetzt im übertragenen Sinne gesagt, um den Tag durchzuhalten, und ich meine, das kennt vermutlich jeder aus seinem Job, wenn man nicht fit ist und irgendwie aber gefühlt da sein muss und nicht krank sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Und man nimmt halt dann eine Ibo, um sozusagen seine Arbeitsleistung erbringen zu können. Und genauso ist halt, glaube ich, dann die Versuchung auch im Hobbyradsport oder im Training auf ein Event hin zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt trainieren, ich kann mir jetzt nicht leisten, krank zu sein. Und man hilft halt dann mit Schmerzmitteln und so weiter nach. Also das ist, glaube ich, eine große Versuchung letzten Endes, ja, einfach. So dieses, okay, ich macht ja jeder und kenne ich und ist ja nur eine Ibo, funktioniert schon. Und das ist natürlich auch, das nicht im Sinne des Erfinders ist ja auch irgendwo klar. Aber ich glaube, da ist so diese... Ich glaube, das ist wirklich eine sehr schwierige, da ist wirklich sehr schwer abzuschätzen, weil natürlich, wenn du jetzt, sagen wir mal so, nicht erkältet bist, sondern nur Kopfschmerzen hast und quasi die aus irgendeinem Grund Wetterfühligkeit sind, dann quasi um die Symptome zu lindern, Kopfschmerztablette zu nehmen und halt zu arbeiten, wo du sonst mit, sag ich mal, Kopfschmerzen gearbeitet hättest, das wäre jetzt für mich nicht unbedingt so ein Fitspritzen. Aber da merkt man schon, wie schwierig da die Unterscheidung ist, dass quasi für jeden Fall, oder dass es schon immer eine Sichtweise gibt, wie man es dann vielleicht noch rechtfertigen kann. Ab einem bestimmten Punkt würde ich sagen, nicht mehr. Also da, glaube ich, sind wir uns einig, dass es irgendwann ist es ganz klar und zweifelsfrei Doping. Davor gibt's sicher, glaube ich, so ein paar, jetzt nicht was, ja, so was so Schmalspur-Doping angeht. Was mir aber so gar nicht bewusst war oder was auch ein großes Problem bei der Sache ist, auch Schmerzmittel haben ja Nebenwirkungen. Und auch da habe ich Sabine mal gefragt, was kann da eigentlich
was kann das für Folgen haben, wenn ich mir jetzt vorm Wettkampf, ohne dass es jetzt akut schon zwickt und zwackt, mir da einfach eine Aspirin einschmeiße? Leider ist es mittlerweile tatsächlich weit verbreitet, dass Sportler vor einem Wettkampf oder auch im Trainingsalltag regelmäßig Schmerzmittel einnehmen, um die Schmerzgrenze zu überwinden. Und das ist mittlerweile weit verbreitet im Ausdauersport. Es gab auch einige Studien dazu und die haben auch gezeigt, es findet tatsächlich nicht nur im Wettkampf statt, sondern wirklich auch in der täglichen Trainingsroutine, weil anscheinend viele Ausdauersportler glauben, dass sie damit härter und auch länger trainieren können. Dagegen gibt es dafür aber gar keinen wissenschaftlichen Beweis, der diesen Irrglauben bestätigt. Im Gegenteil gab es sogar ein paar Studien, die gezeigt haben, dass die gefühlten Schmerzen bei intensiver Belastung mit oder ohne Schmerzmittel gleich ausfallen. Auch der Muskelkater zum Beispiel nach einem Wettkampf, der wird in der Regel von beiden Studiengruppen als gleich empfunden, egal ob man Diclofenac oder Ibuprofen oder andere Schmerzmittel einnimmt oder keine Schmerzmittel. Es gab da auch einige Studien, vor allem bei Teilnehmern von Marathons, wo überraschenderweise tatsächlich mehr als 50% der Läufer auch angegeben haben, sie nehmen bereits vor dem Start auch Schmerzmittel ein, unabhängig davon, ob sie Schmerzen haben oder nicht. Und das ist natürlich gravierend, da eben die Schmerzmitteleinnahme auch enorme Nebenwirkungen zu verzeichnen hat. Also es gibt als zahlreiche Nebenwirkungen Darmkrämpfe oder auch Magenblutungen, Darmblutungen. Die treten also ganz gravierend häufig auf bei dieser Einnahme, auch gerade bei sportlicher Belastung. Es kommt häufiger zu Herz-Kreislauf-Beschwerden, es kommt zu blutigem Urin. Und eine ganz gravierende Nebenwirkung ist eben auch das akute Nierenversagen oder eben auf Dauer dann auch die chronische Belastung der Niere mit chronischem Nierenversagen und damit natürlich auch einer enormen Leistungseinschränkung. Und man muss natürlich auch bedenken, dass es zum Training dazugehört, auch ab und zu mal oder auch regelmäßig an die Schmerzgrenze zu gehen oder auch über die Schmerzgrenze zu gehen, da natürlich auch das zu einem Leistungszuwachs führt. Und das hat letztendlich nichts mit Doping zu tun. Und andererseits muss man dann natürlich auch Schmerz als Warnsignal des Körpers ansehen, der einem anzeigt, man ist vielleicht ein bisschen zu weit über die Belastungsgrenze gegangen und man muss das Training vielleicht auch anpassen. Also insofern sollte man Schmerz auch als Warnsignal sehen einerseits, aber auch andererseits akzeptieren, dass auch ein gewisses Schmerzlevel zumindest sinnvoll ist im Training und dann auch einen Leistungszuwachs generieren kann, wenn man also an diese Schmerzgrenze geht. Ja, und mich hat wirklich schockiert, dass sie da jetzt auch erzählt, dass es gar nicht so untypisch ist, dass es tatsächlich weit verbreitet ist, auch tatsächlich bei Leuten im Training, weil natürlich im Training, wie sie es ja auch geschildert hat, musst du mal an die Schmerzgrenze gehen, wenn du wirklich besser werden willst. Und sich diese Schmerzgrenze quasi künstlich zu verschieben, nur um besser trainieren zu können und somit die Leistung zu steigern, also für mich ist das Doping. Also für mich... bei mir kommt Voltaren nur aufs Knie, wenn das Knie auch wirklich wehtut, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Ja, beziehungsweise dann, oder man sollte dann aufs Knie kommen, wenn es wirklich wehtut, und dann sollte man halt auch nicht noch trainieren. Also ja. Es ist was anderes, dann quasi, okay, dann, wenn ich da mir Voltaren aufschmier und dann noch locker kurbel irgendwie, um ein bisschen Bewegung zu bekommen, das ist was anderes, als zu sagen, okay, jetzt habe ich keinen Schmerz mehr im Knie, jetzt kann ich die harten Intervalle noch ballern. Aber ja, das ist wirklich so. Weißt du, wo fängt das harte Training für den einen an und wo ist es noch? Also, wie gesagt, ich finde, dass es gibt da keine so klare Schwarz-Weiß-Weiß. Ja, vor allem, mein Schmerz ist ja letzten Endes auch ein Warnsignal des Körpers vor, hier geht gerade irgendwas kaputt oder hier funktioniert irgendwas nicht so, wie es soll. Und dann da irgendwie künstlich nachzuhelfen und diese Warnsignale zu übertünchen, also kann ich halt dann auch in dem Sinne nicht nachvollziehen, weil geht meistens dann am Ende doch noch mehr kaputt, als wenn man rechtzeitig aufgehört hat, sodass man am Ende vielleicht schlechter dasteht, als wenn man einfach auf seinen Körper mal gehört hätte. Das ist halt wirklich auch der Punkt, ich glaube, das ist das, was du vorhin auch angesprochen hast mit diesem, ja, Eltern nehmen sich nicht frei, sondern nehmen Pseudoephedrin und Aspirin oder so. Quasi dieses der Schmerz und ja, eine Krankheit, ein Fieber ist ist ja eine Abwehrreaktion des Körpers auf irgendwas, auf irgendeine Bedrohung, Überlastung, sonst was. Und insofern, ja, die sollte man nicht total ignorieren oder wegballern mit irgendwelchen Tabletten. Ja, wobei ich finde, da gibt es dann auch wieder, wenn wir nochmal kurz auf den Profisport schauen, da gibt es ja auch echt so übelste Beispiele von irgendwelchen
Ich kenne es jetzt nur, fällt mir gerade ein, Dirk Nowitzki, der bei irgendwelchen NBA-Playoff-Spielen irgendwie mit Fieber auf dem Platz stand und, keine Ahnung, mit 38 Fieber im Halbfinale gespielt hat. Oder auch sonstige Profis, die sich, also wie früher im Fußball, das so schön hieß, fit haben spritzen lassen. Unsägliche Formulierung, also, finde ich. Oder halt mit oder auch beim Giro oder bei den Grand Tours erfährt man immer wieder, dass dann irgendeiner sich mit einer Bronchitis hochgefahren hat oder nicht ausgestiegen ist, obwohl er eigentlich krank und Fieber hat. Und denkst du, ey, wenn ich Fieber habe, 38,5 oder was, dann gehöre ich nicht aufs Rad, dann gehöre ich ins Bett. Also unabhängig von... Dann will ich auch gar nicht aufs Rad. Das stimmt, aber das ist natürlich auch... also da setzen wir wahrscheinlich einen anderen Maßstab an als Profisportler. Nicht, um das jetzt zu entschuldigen, aber es ist halt einfach so, wenn dein Lebensunterhalt damit zusammenhängt oder so und du auch vor allem sagst, so, okay, das ist jetzt quasi, wenn ich den einen Tag überstehe, dann ist der Ruhetag und dann komme ich irgendwie wieder klar, dann ist vielleicht da die Versuchung irgendwie, ja, sowas Unüberlegtes oder nicht Unüberlegtes, aber sich dann doch zu sagen, okay, dann nehme ich halt jetzt wirklich die 1200er Ibuprofen und überstehe das irgendwie. Also die ist vielleicht doch größer. Ja, aber da würde ich dann einfach mit entgegenwerfen, dass natürlich dann die Vorbildwirkung der Profis darauf die Hobbysportler ausstrahlt. Und wenn ich dann höre, dass irgendwelche Radprofis mit Fieber auf dem Rad gesessen haben, dann kann das natürlich bei dem einen oder anderen Hobbysportler sicherlich dazu verleiten, dass sie sagen, ja, okay, die Profis machen es ja auch, dann ist es ja nicht so gefährlich oder nicht so schlimm, wenn ich das auch mache. Was soll denn da schon passieren? Die Profis machen es ja auch dauernd, so ungefähr, wenn man da übermäßigen Ehrgeiz an den Tag legt und dann einfach sieht, okay, die schaffen auch mit 38 Fieber irgendeine Grand Tour-Etappe, dann werde ich ja wohl mein normales Training irgendwie hier bewältigen können. Ja, also jetzt, wo wir wollten ja die uns ein bisschen mehr auf die Hobbyathleten konzentrieren, aber ich finde das, also wenn du über Radsport oder wenn du als Radsport-Podcast über Doping sprichst, dann kannst du leider die Profis nicht weglassen und eine Ära oder eine Zeit, in der das Doping ja wahrscheinlich mit einfach dazugehört hat zum guten Ton, um einfach mit dabei zu sein. Der Festina-Skandal, die Ära Lance Armstrong, vorher schon mit diversen Kokain-Heroin-Gemischen, die dann einfach sich schnell reingeschossen wurden. Also da gab es ja wirklich ganz, ganz extreme Beispiele von Doping. Also da wurde sich ja, vor allem, weil man sich der Folgen wahrscheinlich noch nicht so bewusst war und einfach wusste, okay, ja, Koks, da bin ich hinterher gut aufgeputscht, dann nehmen wir das mal in rauen Mengen. Also ich weiß nicht, habt ihr da schon viel Radsport geguckt, als es da so wirklich hoch zur Sache bin und als dann diese Skandale wirklich über den Radsport so ein bisschen hereingeprasselt sind? Weil das war so ein bisschen, bevor ich mich stark für den Radsport interessiert habe. Ich glaube, so die ersten Tour de France, das war so 96, die ich dann bewusst gesehen habe. Vorher, das waren nur so diese klassischen Indurain-Nummern, da kann ich mich nur an Tagesschau-Meldungen erinnern, dass dann wieder Miguel Indurain mit dem Zeitfahren die Tour übernommen hat und der hat halt dann gewonnen. Das war früher mich, also vorher war immer Miguel Indurain gewinnt die Tour, aber das war auch so die ersten Erinnerungen und dann halt echt so mit Björn Ries und ja, Ulle war dann so die, wo es dann wirklich so richtig losging, wo man sich dann für die Tour jetzt hauptsächlich interessiert hat. Und klar, was dann da eingeworfen ist, war halt alles, was geht irgendwie gefühlt. Ja, ich kann mich auch nur erinnern, dass damals ja auch schon immer so die Stimmen im Volksmund laut waren, ja, das geht ja gar nicht ohne Doping und das, was Ulle und Armstrong da teilweise am Berg gezeigt haben, das war ja astronomisch und ich habe das damals immer so als, ja, wie soll ich sagen, so Miesmacherei irgendwie interpretiert und natürlich muss ich da heute über mich selber irgendwie schmunzeln, wie naiv ich eigentlich damals war. Ich hätte auch nie für jemanden die Hand ins Feuer gelegt, aber aus heutiger Sicht, wenn man sich jetzt mal so auf YouTube so alte Tour-Etappen von damals anguckt, ja, da dreht es dir schon manchmal ein bisschen den Magen um, wenn du dann so siehst, okay, jetzt sind nur noch 10 Mann am Berg vorne und dann gehst du mal die Namensliste durch, ah, okay, der hat das genommen, der das, der das, der das. Mhm. Das wird einem schon manchmal ganz anders. Ja, es war ja auch immer so. Greatest Hits aus der Apotheke. Ja, es war ja damals so die, ich meine, das wurde ja auch, glaube ich, von den Kommentatoren immer so ein bisschen befeuert, glaube ich. Hier der saubere Ulle, der das mit sauberer Leistung macht. Ich meine, die ARD stand ja nicht umsonst auf deren Teamtrikot mit drauf. Und auf der anderen Seite der Armstrong, der natürlich irgendwas genommen haben muss, weil so stark wie der war. Und wenn du das sagst mit den damaligen Etappen, wenn man sich das anschaut,
die haben ja Attacke 1, Attacke 2 und dann nochmal attackiert und dann nochmal drüber. Die sind sich ja vorne um die Ohren gefahren, schlicht und ergreifend, wo ich denke so, hallo? Und heute ist es ja doch eher mehr so ein Ausscheidungsfahren, sprich vorne wird ein Tempo angeschlagen und hinten bröselt es halt dann irgendwann ab und auf den letzten 200 Metern werden ein paar Sekunden rausgeholt, so die klassische Tour de France Bergetappe irgendwie. Und damals, die sind sich ja echt 3, 4, 5 Mal, dass die angezogen sind. Und denkst du, das ist schon irgendwie, also auch wenn natürlich für heute niemand die Hand ins Feuer legt, aber es ist ganz so extrem scheint es zumindest nicht mehr zu sein. Was die, was diese Ära natürlich auch ein bisschen hervorgebracht hat, worüber man definitiv noch ein bisschen lachen kann, waren die Ausreden für Doping. Also die Ausreden für positive Dopingkontrollen, was da, wie dieses Mittel denn jetzt in den eigenen Körper gelangt ist. Da war ja wirklich, also absurdeste Sachen dabei. Ich erinnere mich an Alessandro Petacchi, der erklärt hat, dass er nur seinem Sohn vorgemacht habe, wie der sein Asthma-Spray zu nutzen habe. Ja, wo ich mir denke, okay, kann sein, aber dann denke ich mir, wie doof bist du eigentlich? Ich meine, du weißt ja, was du beruflich machst und dass das eventuell nicht so gut ankommt bei den Kontrolleuren. Vor allem, wie doof ist der Sohn, der das anscheinend nach dem 7. Hub von Petacchi noch nicht verstanden hat und der Vater muss es dann noch 3-mal vormachen, bis er 10 Schübe da Interesse hatte. Ja. Aber du hast ja auch unsere Expertin nochmal gefragt, was ist denn, was ihr da so untergekommen ist für Ausreden. Und da war ja auch einiges Abenteuerliches dabei. Also bei dieser Frage weiß ich letztendlich gar nicht, bei welcher absurden Doping-Ausrede ich anfangen soll. Da gibt es eine ellenlange Liste von Ausreden, die sich Profisportler haben einfallen lassen, um veränderte Blutwerte erklären zu können, wie zum Beispiel Nachweis von Glenbuterol, Nachweis von erhöhten Hämatokritwerten, von Amphetamin, von Kokain, von Asthmamitteln im Blut und so weiter. Um nur mal ein paar zu nennen, die mir gerade einfallen, also Gilberto Simoni, der Italiener, hatte mal irgendwann behauptet, dass die erhöhten Kokainwerte in seinem Blut dadurch bedingt seien, dass seine Mutter ihm irgendwelche Bonbons aus Peru geschickt hatte, die in Coca-Blätter verpackt gewesen seien. Und da muss man sich natürlich fragen, wie viele dieser Bonbons hat er denn letztendlich gegessen oder ausgewickelt und in Kontakt mit diesen Coca-Blättern, damit überhaupt ein gewisser Spiegel im Serum, im Blut letztendlich nachweisbar gewesen sein kann. Floyd Landis hatte auch mal irgendwann behauptet, dass die erhöhten Testosteronwerte in seinem Blut durch zu viel Whisky und Bier verursacht sein könnten. Es gab dann mal eine Mountainbikerin, Yvonne Kraft, die hatte, nachdem mal Beta-Mimetika in ihrem Blut nachgewiesen worden sind, in Wirkspiegeln, die man eigentlich nach systemischem Gebrauch hat, also nach Tabletten oder nach Injektionen. Die hatte mal behauptet, dass der Asthma-Inhalator ihrer Mutter explodiert sei, als sie daneben gestanden hat. Also da gibt es ja zahlreiche andere Beispiele, die alle absurd sind. Ja, und zwar steht dann immer erstmal Aussage gegen Aussage, vor allem wenn dann ein gewisser Zeitverlauf schon vorbei ist. Und unter ganz absurden und theoretischen Bedingungen kann natürlich auch mal irgendeine Ursache auch abstrus erscheinen und trotzdem richtig sein, aber letztendlich sind das alles absurde Doping-Ausreden. Ja, also auch, ja, auch wunderschöne schöne Ausreden dabei. Also ja, wie sie es eigentlich auch so schön zusammengefasst hat. Natürlich kann es unter gewissen Umständen dazu kommen, aber also da ist schon sehr viel Zufall und sehr viel, dass die Planeten alle in einer Reihe stehen dabei. Ja, also kann man wirklich nur unter Ausreden. Der Inhalator ist wirklich, ja. Finde ich, ist toll auf jeden Fall. Ja. Da fällt mir noch eine Ausrede ein, die ich mal gehört habe. Das war irgendein spanischer Radprofi, der wurde positiv auf Testosteron getestet bei sich zu Hause, als die Kontrolleure kontrolliert haben. Und er hat sich dann damit rausgeredet, dass er halt gerade mit seiner Frau in Anführungsstrichen beschäftigt war und deswegen der Testosteronwert so hoch gewesen sei. Ja, weiß also, ich nicht, ob man das nachweisen kann oder. Ich wollte gerade sagen, ob es da wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, ich glaube eher nicht. Was bei den Profis halt vielleicht auch durch diese 90er, frühe 2000er Ära so ein bisschen dann auch zurecht befeuert wurde, war, ist, dass der Radsport irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr im Fokus stand als andere Sportarten. Also der Radsport war immer quasi der Sündenpfuhl, wo keiner sauber ist. Und
Ja, bei anderen Sportarten vielleicht Wir kommen jetzt weniger. zur beliebten Rubrik, aber die anderen machen es doch auch. Ja, also so möchte ich es nicht sagen, aber ich hatte das Gefühl zumindest, dass das Ansehen des Radsports darunter sehr gelitten hat und vor allem, dass quasi die Leistungen, die jetzt erbracht werden, wo es viel mehr Kontrollen gibt, klar kann ich jetzt nicht sagen, wo der Radsport jetzt sauber ist, sondern aber es gibt viel mehr Kontrollen, also es wird viel strenger kontrolliert, es gibt strengere Strafen und dass immer noch beim Radsport gesagt wird, ja, die sind ja eh alle vollgepumpt bis oben und in anderen Sportarten, wo dann auch von ja, Trainern oder Managern aus derjenigen Sportart behauptet wird, ja, nee, bei uns, da kann man gar nicht dopen, weil diese Sportart sich nicht dafür eignet oder so. Da wird einfach erst gar nicht kontrolliert. Beziehungsweise, wenn da mal ein positives Ergebnis ist, ja, Bei dann. der Disco feiern. Einzelfall. Ja, passiert, nee, passiert nichts. Also, ich weiß nicht, im Fußball wird meines Wissens so gut wie fast gar nicht kontrolliert. Es gibt im Leichtathletikverband von Jamaika hat zum Beispiel eine Zeit lang gar keine WADA-Kontrolleure ins Land gelassen. Die russische Föderation wird komplett gesperrt, jetzt nicht nur wegen dem Krieg in der Ukraine, sondern schon vorher, dass die quasi nicht mehr unter der eigenen Flagge bei Olympischen Winterspielen antreten dürfen. Also da passiert, also ja, das ist, aber der Radsport hat irgendwie, der hat irgendwie diesen Ruf einfach mitbekommen. Zu Recht sicher in der Vergangenheit, aber den wird man jetzt halt auch so leicht nicht mehr los, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie habe ich Ja. manchmal das Gefühl, es gehört irgendwie so ein bisschen diese Dopingmittelchen. Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber irgendwie hat man das Gefühl, das gehört halt teilweise mit zu der Radsportgeschichte, zu diesen ganzen Heldengeschichten von früher, was die sich alles reingepfiffen haben hier von das blutige Steak und 3 Liter Rotwein so ungefähr und trägt auch ein bisschen zu dieser ja, Legendenbildung teilweise mit bei. Also wenn man an Tom Simpson denkt und sowas, der da Mont Ventoux zusammenklappt mit seinem Amphetamin, Alkohol, was weiß ich was, Cocktail, irgendwie ja, es ist so fest verbunden mit einem Sport. Ist, glaube ich, Doping mit keinem Sport, obwohl ich dir natürlich vollkommen recht geben muss, was im Fußball so sauber wieder nach außen dargestellt wird und von wegen, man kann mit Doping aus keinem Kreisklasse-Kicker einen Champions-League-Sieger machen, das mag stimmen, aber natürlich gibt es da Mittel und Wege, das Mittelchen nachhelfen und wo viel Geld im Spiel ist, wird auch viel nachgeholfen. Ich glaube, es liegt auch zum Teil daran, dass so eine Sportart wie der Radsport und dann speziell die Tour de France, das ist halt für den normalen Menschen so völlig unvorstellbar. 3 Wochen lang jeden Tag 200 Kilometer Radfahren mit zigtausenden Höhenmetern. Fußball ist so in Anführungsstrichen 90 Minuten Kicken. Das ist natürlich auch sehr anstrengend und sehr belastend, aber das kann man sich irgendwie noch vorstellen. Das hat jeder mal irgendwie mehr oder weniger gemacht. Und ich glaube, dadurch ist einfach schon diese Skepsis. Auch in anderen krassen Ausdauersportarten wie Marathon, wie generell Leichtathletik, Kraftsport, Wintersport. Man assoziiert ja Doping immer so schnell mit physischer Leistungsfähigkeit. Und das habe ich zum Beispiel auch Sabine gefragt, ob es auch Dopingmittel gibt, die quasi nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch Konzentration oder kognitive Fähigkeiten verbessern. Beim Radsport vielleicht auch, um eine bessere Fahrtechnik zu haben, um sich im Feld besser bewegen zu können, auch wenn man schon maximal erschöpft ist. Und da fand ich Ihre Antwort auch sehr, sehr spannend Ja, dazu. also ganz klar, es gibt zahlreiche Dopingmittel, die also nicht nur die Leistung, sondern auch die Konzentration und damit eben auch indirekt zum Beispiel die Fahrtechnik steigern können. Die Frage, ob diese verboten sind, die erübrigt sich dadurch, dass Doping ja generell definiert ist als die Anwendung von verbotenen Mitteln oder Methoden. Es gibt aber natürlich auch Mittel, die legal sind und auch die Konzentrationsfähigkeit und die Leistung steigern können. Und zu den erstmal illegalen, also den Dopingstimulantien, da zählen unter anderem Amphetamin, Kokain, Ecstasy oder auch Ephedrin, das in einigen Hustenmitteln vorkommt. Und diesen Stimulantien ist gemein, dass die also insgesamt das Sympathikus-Nervensystem aktivieren. Also das ist dieser Teil des Nervensystems, der es uns ermöglicht, dass wir eine höhere Leistungsfähigkeit zum Beispiel bei Kampf oder Flucht haben. Ja, und das führt dazu, dass unserem Körper mehr Energie bereitgestellt wird, also mehr freie Fettsäuren, mehr Glukose, unsere Herzfrequenz erhöht sich, der Skelettmuskel wird besser durchblutet, aber unser Gehirn wird eben auch aktiviert. Das heißt, wir bekommen mehr Antrieb, wir bekommen mehr Aufmerksamkeit
und eine bessere Reaktionsfähigkeit. Aber bei den illegalen Dopingmitteln ist es natürlich so, dass die Nebenwirkungen gravierend sind. Also diese Mittel können zu Psychosen führen, zu Halluzinationen, gerade dann auch im Leistungssport ist ein zusätzlicher Blutdruckanstieg, den die hervorrufen, auch nicht zwingend erwünscht oder in keiner Weise erwünscht. Das kann zu einem Wärmestau führen. Und bei extremer sportlicher Leistung wird eben auch die Ermüdungsschwelle angehoben. Das heißt, es wird die sogenannte geschützte Reserve des Körpers angegriffen. Und es gibt auch, wie zu erwarten, dadurch einige Todesfälle durch Doping mit Amphetaminen, die also auch gerade bei Radsportlern bekannt geworden sind, wie zum Beispiel Knut Jensen 1960 bei den Olympischen Spielen oder 1967 Tom Simpson bei der Tour de France. Also das waren Todesfälle, die durch den Gebrauch von Amphetaminen hervorgerufen würden. Ja, und sie hat ja hier auch das Beispiel Tom Simpson genannt, also dass da Amphetamine gefunden wurden, die quasi ja, das Nervensystem stimulieren, das Gehirn aktivieren und ja, führt bis zum Tod, wie sie es beschrieben hat. Leider ist es nicht nur Theorie, sondern es gab auch wirklich schon viele Fälle, wo solche Substanzen dann auch nicht nur die Karriere, sondern auch wirklich das Leben gekostet haben. Das ist natürlich vor allem, also das ist wahrscheinlich auch das Risiko, dass sowas dann tatsächlich mit dem Tod endet, ist wahrscheinlich auch nochmal beim Profiathleten viel höher, weil die sich in anderen Leistungsbereichen bewegen. Aber das Ding ist ja auch, also wir wollten ja auch über den Hobbysport sprechen und wie es da aussieht mit dem Doping. Da wollte ich nur kurz einhaken. Ich sehe es nicht so, dass es für den Profisport das Risiko höher ist. Ich würde es fast sogar andersrum sehen. Beim Profisport macht ja mal selten der Profi allein irgendwas, sondern da gibt es dann den einen oder anderen Teamarzt, der verbotenerweise nachhilft. Ich glaube, es ist viel gefährlicher, wenn Hobbysportler sich selber irgendwie irgendwelches Zeug auf irgendwelchen Kanälen ordern und das sozusagen in Eigenregie mit irgendwie Hilfe von irgendwelchen dubiosen Foren da irgendwelche Dosierungen anlegen und natürlich unter keinerlei ärztlicher Aufsicht und Kontrolle irgendwas machen. Also das halte ich für viel gefährlicher, da im Selbstversuch rumzuexperimentieren. Also das gehört zu den Sachen, die für mich völlig unvorstellbar sind. Also wie man sowas machen kann, also solche Risiken eingeht. Nee, da hast du recht eigentlich. Das stimmt. Das ist quasi nicht derselbe Leistungsbereich wie beim Profis, aber es stimmt. Also ja, so blöd es klingt irgendwie, so ein kontrolliertes Doping ist wahrscheinlich noch besser als so ein kontrolliertes Doping. Es ist beides verboten. Das ist beides total scheiße, aber gefährlicher ist eventuell das andere sogar noch, auch wenn man nicht jetzt so in den roten Bereich geht wie der Profiathlet. Und der Hobbyathlet, ganz ehrlich, wenn wir uns alle selber mal an die Nase fassen, wir gehen auch schon ganz schön in den roten Bereich. Also. Ja, vor allem, ich habe mal eine Doku gesehen, auch wo es dann darum ging, über dieses ganze aus dem Internet bestellte Zeug, da weiß auch keiner, ob das wirklich drin ist, was draufsteht und in welchen Dosierungen, ob das gestreckt ist, ob das höher konzentriert ist, auf welchen Wegen das hergestellt wird. Das sind teilweise echt irgendwelche schwarz zusammengerührten Dinge, also wo es halt auch keinerlei Kontrolle drüber gibt. Und sich das dann einfach so irgendwie einzunehmen, einzuspritzen, das ist ein kompletter Wahnsinn. Was natürlich die Frage ist bei Hobbyathleten, Profiathleten sind auf einem Niveau, wo wirklich nach dem letzten Quäntchen Leistung gesucht wird. Also da geht es darum, wirklich eine 99,5% Leistung in eine 100% Leistung oder in eine 99,8% Leistung umzuwandeln. Bei Hobbysportlern ist meistens ja noch ein bisschen Luft nach oben und wahrscheinlich wäre das effektivste Doping irgendwie ein ordentliches Training oder mal auf Alkohol verzichten für ein halbes Jahr. Oder eben die paar Kilo, die man noch gerne runter hätte, tatsächlich abzunehmen. Aber trotzdem gibt es Hobbysportler, die sagen, nee, ich nehme da lieber mal was geht einfacher. Und da haben wir auch nochmal gefragt, ob es denn wirklich einen Effekt hat, wenn ein Hobbysportler Dopingmittel nimmt. Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich letztendlich auch keine ganz klare Antwort habe, weil dazu die Studienlage auch relativ unübersichtlich ist und auch abhängig davon ist, von welcher Dopingsubstanz oder von welchen Methoden wir letztendlich reden. Wenn wir jetzt aber davon reden, was bringt denn wirklich einem nicht 100% austrainierten Hobbyfahrer überhaupt etwas, dann muss man einfach ganz klar sagen, dass wir natürlich ganz andere Stellschrauben haben, an denen wir mehr drehen können und die mehr bewirken, als wenn wir uns auf Dopingsubstanzen oder Dopingmethoden verlassen. Und
Grundlegend ist natürlich erstmal primär das Training. Dann gehört dazu auch unsere Ernährung, die Versorgung mit Makronährstoffen, mit Eiweißen, mit Fetten, mit Kohlenhydraten. Und ansonsten haben wir noch ein paar andere Stellschrauben an unserem Rad, an uns selbst, durch Bikefitting und so weiter, um dann nochmal ein paar Sekunden mehr vielleicht rauszuholen. Was das Doping selber angeht, also so ist der Beitrag von Doping bei Hobbysportlern wahrscheinlich tatsächlich marginal und unabhängig mal vom Risiko, das wir auch eingehen im Hinblick auf gravierende Nebenwirkungen. Okay, es ist also, ja, wie soll man sagen, die Sachlage ist noch nicht ganz klar. Es gibt natürlich da jetzt nicht so besonders viele Studien zu dem Thema, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen kann, okay, ich nehme Mittel X und dann habe ich 10 Watt mehr Leistung. Ich meine, das wissen wir auch, kennen wir auch vom Training, diese magische Antwort auf diese Frage, die gibt's eigentlich nicht. Ja, ich glaube, es ist halt auch viel Kopfsache letzten Endes. Also ich würde da auch den Placebo-Effekt nicht unterschätzen. Wenn man glaubt, man ist leistungsfähiger, dann geht, glaube ich, auch einfach mehr einfach in diesem Glauben, jetzt kann ich und jetzt drehe ich auf, heute ist mein Tag so ungefähr. Was ich immer irgendwie befremdlich finde, ist, diese Studien werden ja an echten Hobbysportlern durchgeführt. Und also ich weiß nicht, ich für mich könnte mich jetzt nicht überwinden, mich bei so einer Studie zu melden und zu sagen, ja, spritzt mir mal irgendwas und dann gucken wir mal, ob ich besser geworden bin. Also da ist bei mir so eine moralische Schwelle. Weiß ich nicht, würdet ihr mal sowas mitmachen? Ich weiß, da gab es doch mal eine Studie, wo sie, glaube ich, Hobbysportler in zwei Gruppen eingeteilt haben und die eine Hälfte hat irgendwie EPO bekommen in einer vermutlich noch medizinisch vertretbaren Dosierung und die anderen halt ein Placebo und dann haben sie halt geschaut nach dem Trainingsrhythmus, wie viel sich die Zeiten verbessert haben und ich glaube, da kam raus, dass es gar nicht kein wirklich größerer Effekt messbar war, wo dann die Schlagzeile war, hier EPO bringt eigentlich nichts, was ich so auch nicht unterschreiben würde. Und dafür sind diese Studien halt einfach viel zu schwierig, da die Variablen so rauszukillen, dass nur noch das EPO als einziger Leistungszuwachserklärung übrig bleibt. Also, aber mitmachen würde ich bei sowas auch nicht. Ja, irgendwie, wenn du dann halt, also was ist dann das für ein Gefühl, wenn du quasi bei so einer Studie mitmachst und dann bei einem Rennen startest, bei einem Wettkampf startest und dann ja, weiter vorne landest als sonst. Beste Doping-Ausrede. Ich habe bei einer Studie mitgemacht. Ja gut, das war ja kein Rennen, also, sondern einfach so ein Zeitfahren auf dem Mont Ventoux rauf. Also aber... Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du bei so einer Studie teilnimmst, du vielleicht dann auch quasi, dass du vorher erklären musst, dass du nicht an einem Wettkampf teilnimmst, solange du bei dieser Studie mitmachst. Aber nichtsdestotrotz, ob das wirksam ist oder nicht, Fakt ist, es gibt beim Hobbysport Doping und zwar nicht nur Einzelfälle, sondern in einem nicht zu verkennenden Maße. Und es werden ja auch immer wieder, Doping-Sünder bei so, ja, Gran Fondos oder Jedermann-Rennen werden tatsächlich getestet und dann überführt und kriegen dann irgendeine Strafe aufgebrummt. Na gut, da gab es ja auch schon ein paar Fälle von, ich glaube, Italiener waren es, die dann beim Ötztaler irgendwie gewonnen oder zumindest vorne mit dabei waren, die dann nachweislich gedopt worden sind, wo man sich auch fragt, hey, warum dopt ihr eigentlich bei einem Hobbyrennen? Aber klar, ich meine, du kannst natürlich, wenn du in dieser Hochleistungs-Hobby-Szene, würde ich es jetzt mal nennen, die da beim Ötztal um den Sieg mitfährt, da geht es, glaube ich, schon auch um Geld und Business und Sponsoren und Unterstützer und Sichtbarkeit. Also wenn einer, der bei mehreren Rennen gewonnen hat, den nimmt man vielleicht auch eher als Personal Trainer oder so. Also das ist vielleicht eine Referenz, die man vorweisen kann in einem bestimmten. Manche sind einfach, ja, also es gibt ja auch Typen, die, das ist eine Ego-Sache. Aber wenn jetzt, nehmen wir an, es gab ja, glaube ich, den Fall von einem Sportler auch aus dieser so professionellen Jedermann-Szene, der dann, ich glaube, auch fürs lebenslang gesperrt wurde. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist das eurer Meinung nach, ist das sinnvoll? Lebenslange Sperre für Doping? Muss man da sagen, hey, du hast wissentlich dich dafür entschieden zu betrügen, du bist raus. Finde ich super schwierig, weil du musst ja also wenn es wirklich wissentlich ist, würde ich sagen, ja, dann gehörst du lebenslang gesperrt. Aber wir haben ja auch am Anfang schon gesagt, du kannst ja auch unbeabsichtigt
Dopingsubstanzen zu dir führen, durch verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel, durch andere Medikamente, die du nimmst. Natürlich kann man da immer irgendwie eine gewisse Sorgfaltspflicht erwarten von Sportlern. Aber ich finde es einfach zu schwierig. Du musst halt dann wirklich 100% und hieb- und stichfest nachweisen können, der hat das wirklich absichtlich, bewusst, vorsätzlich gemacht. Und dann finde ich, wäre so eine lebenslange Sperre für mich auch okay. Ja, da kommt für mich so der gepflegte Halbjurist hoch, der dann sagt, es ist ja die Beweislastumkehr. Also normalerweise muss man ja bei einer Straftat, muss der die konkrete Straftat, die Handlung nachgewiesen werden. Beim Doping wird es ja umgedreht, dass du sozusagen als ertappter Sünder sozusagen nachweisen muss, dass das Mittel auf erlaubtem Wege oder auf Wege, für den du nichts kannst, in dich reingekommen ist. Was natürlich, seien wir mal ehrlich, relativ schwierig ist, das nachzuweisen, wie das denn sein kann, dass es dann, das zu beweisen. Und das, da bin ich dann auch, dass ich sage, okay, ich finde es schwierig, aber da dann jemanden lebenslang zu sperren, andererseits, Also sagen wir so, eine lebenslange Sperre bei Rennen anzutreten, bei Hobbyrennen anzutreten, ist vor allem für Hobbyathleten, deren Lebensunterhalt nicht damit zusammenhängt, die können weiterhin leben und können weiterhin Rad fahren. Es wird ihnen nicht das Rad weggenommen oder ein Bein abgeschnitten oder so. Also insofern finde ich, sie ist einerseits sehr drakonisch, aber andererseits auch hat nicht so extrem schlimme Konsequenzen. Ich glaube, ich wäre da schon, also boah, das würde mich schon aber auch, das würde mich schon treffen, lebenslange Sperre. Am Ende vor allem für was, wo du am Ende nicht kannst. Vielleicht dann beim zweiten Vergehen, die lebenslange Sperre. Ja, wobei auch die Frage ist, ich meine, das wird ja bei fast keinem Hobby Jedermann-Rennen nennenswert kontrolliert. Also ich weiß nicht, ob beim Ötztaler wirklich in jedem Jahr irgendwie die Sieger eine Dopingprobe abgeben müssen, aber bei den allermeisten Canfondos-Events gibt es ja in dem Sinne keine Dopingkontrollen. Das ist ja auch nur eine Kostenfrage, die Veranstalter tragen müssen. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Ironman-Triathlons ist. Mein Holi, da hast du mehr Erfahrung als ich. Aber normalerweise wird da ja eigentlich nicht kontrolliert. Da gibst du maximal, dass du irgendwie beim Einschreiben irgendwie erklären musst, dass du dich dem WADA-Code unterwirfst und halt keine leistungssteigernden Mittel genommen hast. Aber wenn du da selbst wenn du Platz 50 bis irgendwo, was ja schon relativ gut ist bei diesen Canfondos, hast du ja die Chance, dass du kontrolliert wirst, ist ja quasi gleich null. Also sagen wir es so, ich wurde noch nie kontrolliert, kann natürlich auch an meiner Platzierung liegen, aber ich habe einen Bekannten, der ist auch schon Vierter bei der Challenge Rot, bei auch einem großen Triathlon geworden, der hat auch einen Profi-Startpass und der wird regelmäßig zu Hause quasi überrascht, kriegt der Überraschungsbesuch von Dopingprüfern und wird auch nach dem Rennen wurde er auch schon mal quasi kontrolliert. Das passiert da schon. Aber ja, also sobald es, also ich weiß nicht mal, ob die Top 10 unter den Altersklassen, ob da noch viel kontrolliert wird und sobald es da weiter nach hinten geht. Und da ist halt das Ding, da ist es ja auch ein bisschen irrelevant, ob man jetzt 72. oder 78. geworden ist. Aber das ist leider nicht irgendwie, das hält leider nicht viele nicht davon ab, trotzdem sich irgendwie versuchen zu verbessern auf illegalen Wege. Ja, ich meine, dann wäre die Frage, wie seht ihr das? Sollen denn bei solchen Hobbyrennen, Events, Canfondos, sollte da aus eurer Sicht Dopingkontrollen stattfinden? Ich meine, das können wir auch an die Hörer weitergeben, die können sich da auch gerne. Das kaputte Hörerfrage. Ob das, ja. ob, ich meine, wenn dann man sagt, okay, dafür kostet halt dann 5 € Startgebühr mehr, dafür wird aber dann halt, keine Ahnung, wie viel Dopingproben quasi von der Spitze und quer durchs Feld genommen, weiß ich nicht. Also ihr könnt uns auch schreiben an podcast.de, genau. Wenn ihr dazu eine Meinung habt. Also wenn ich nur ganz kurz meine Meinung loswerden darf, weil ich bin jetzt gerade gestern erst Eschborn-Frankfurt gefahren und ich war nicht unter den Top 5 und auch nicht unter den Top 10 und diejenigen, die da ganz vorne mitfahren, wenn die jetzt positiv getestet würden, das wäre mir persönlich relativ schnuppe. Ich würde mir nur denken, was seid ihr für arme Würstchen, dass ihr euch bei einem Hobbyrennen, wo es halt nichts außer eine Medaille und ein Foto und auf dem Podest die Medaille kriegt ja hoffentlich jeder. Ja, die kriegt sowieso jeder. Also das würde so, ich würde mich mehr über meine eigene Leistung freuen und wenn dann halt der 300 Plätze vor mir war, meint, er muss irgendwelche Mittel nehmen, dann würde ich mir denken, ja gut, so what. Also wenn du es brauchst, tut's mir leid für dich. Es ist halt wirklich, was vielleicht wirklich dazugehört, ist nochmal zu betonen, dass Doping nie
spurlos am Körper vorbeigeht. Und zwar also definitiv nicht nur positive Spuren, auch positive Spuren. Also nicht nur, das hat nicht nur positive Effekte, sondern Doping, das ist medizinisch erwiesen, Doping hat negative Effekte für den Körper. Also die Mittel, die man nimmt, um die Leistung zu steigern, die haben alle Nebenwirkungen. Vor allem, wenn der Körper unter Last ist, also wenn der Körper irgendwie sich anstrengt, können solche negativen Nebenwirkungen nochmal verstärkt werden und können richtig extreme, langwierige, negative Folgen haben fürs ganze Leben. Und ich meine, das muss man sich halt nur mal reinziehen quasi. Für ein Hobbyrennen, wo man noch Geld dafür bezahlt, dass man überhaupt mitfahren darf, wo man nichts hinterher für gewinnt, sich dafür dann irgendein Mittel reinzupumpen, womit man dann 10 Jahre später vielleicht quasi die Nierensteine kriegt, die man vorher nicht hätte. Also ich bin kein Mediziner, ich erzähle jetzt irgendwas, was mir gerade in den Sinn kommt. Aber das ist einfach dieses Risiko, also dieses Risikoertragsabwägung ist dabei so. Also das ist so ein unnötiges Risiko für so wenig Ertrag. Da wundert man sich, warum überhaupt noch gedopt wird. Aber das ist natürlich jetzt sehr blauäugig. Ja, ich meine, wenn du sagst blauäugig und Mittel einwerfen, ich meine, es gibt ja auch Ausnahmegenehmigungen für Mittel. Hört man ja auch aus dem Profi-Peloton. Da sind ja gefühlt, ist das ja ein Asthmatiker-Rennen. Ist ja fast hier, man hört, was die da alles haben und nehmen und tun. Und Erik, ich glaube, da hast du auch mit der Sabine mal kurz drüber gesprochen, warum eigentlich die Sportler alle Asthmatiker sind. Ja, mich hat das auch extrem gewundert. Wundert, glaube ich, viele. Aber sie hat es tatsächlich erklärt, dass das nicht nur auf dem Papier mehr Asthmatiker gibt im Ausdauersport, sondern dass es auch tatsächlich physiologische Gründe hat. Also tatsächlich muss ich zu dieser Frage sagen, dass es also im Radsport und auch damit im Profi-Peloton nicht nur offenbar, also vermeintliche Asthmatiker sehr häufig gibt, sondern dass das tatsächlich auch der Fall ist. Und wenn man sich mal die Raten von Asthmatikern anschaut in der Gesamtbevölkerung, dann sind es ungefähr 5%, die unter Asthma leiden, teilweise Belastungsasthma, teilweise auch mal saisonal, zum Beispiel durch Allergien oder Asthma insgesamt. Und im Profisport oder auch im Ausdauersport ist es teilweise auch anzunehmenderweise und tatsächlich noch höher. Und dafür gibt es eben einzelne Gründe. Zum Beispiel ist es so, dass beim Einatmen von kalter Luft oder auch bei Ausdauerbelastung die Bronchien überreagieren und damit jemand, der eine gewisse Prädisposition für diese Überreagibilität hat, dann auch eher zu Asthmaanfällen neigt. Und das findet man zum Beispiel daher häufiger auch bei Skisportlern, im Biathlon, im Eisschnelllauf, aber eben auch bei Radsportlern, vor allem bei längerer Belastung. So ist also da wirklich davon auszugehen, dass wir tatsächlich mehr Asthmatiker auch unter Radsportlern haben. Die Frage stellt sich natürlich, wo ist denn dann die Grenze? Also wann ist es denn wirklich die Behandlung einer Erkrankung oder die Prävention von Asthmaanfällen und wann ist es unerlaubtes Doping? Und dazu muss man natürlich sagen, ein Asthmatiker, der muss natürlich behandelt werden. Also wenn ein Radsportler, der Asthma hat oder eine Prädisposition für Asthma hat, nicht behandelt wird, dann riskiert er damit nicht nur, dass er während des Wettkampfs natürlich nicht die gleiche Leistung abrufen kann wie jemand, der kein Asthma hat, aber er riskiert auch Folgeschäden. Also wenn man Asthma nicht behandelt, dann kann es dazu führen, dass langfristig das Herz-Kreislauf-System, die Herzfunktion, die Lungenfunktion auch unwiderruflich gestört wird. Insofern ist es wichtig, dass behandelt wird. Dagegen stellt sich dann die Frage, wie filtern wir das dann aus, wenn jemand unerlaubterweise Asthmamittel, also sogenannte Beta-Mimetika, einnimmt. Und ich glaube, da ist ein Appell vielleicht auch an Sportler natürlich erstmal selbst, wirklich das nicht unerlaubterweise einzunehmen, wenn ich kein Asthma habe. Und dazu muss man vielleicht auch nochmal eine Botschaft mit auf den Weg bringen. Wenn man kein Asthmatiker ist und Beta-Mimetika einnimmt, dann bringt es einem auch nichts. Also es führt nicht zu einer Leistungssteigerung. Da gibt es auch zahlreiche Studien dazu. Es bringt letztendlich nur Asthmatiker auf ein relativ ähnliches Niveau, wie wenn sie kein Asthma hätten. Das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Die Frage ist trotzdem, wenn es angewandt wird, ist es natürlich trotzdem Doping, weil es unerlaubt ist und damit eben auch nicht die Behandlung einer Erkrankung. Und ich denke, dass man da auch an uns Sportmediziner auch nochmal appellieren muss. Also man sollte kein Beta-Mimetikum, kein Asthmamittel jemandem verordnen, allein aufgrund der Aussage des Patienten selber oder in dem Fall des Sportlers, dass er Symptome von Asthma hat. Also
wenn man Asthma diagnostiziert, dann muss man das auch im Praxistest im Labor dann durchführen mit einem sogenannten Provokationstest. Und nur wenn Asthma wirklich nachweisbar ist, dann sollte man als Arzt entsprechend auch verordnen oder als Sportmediziner eben auch diese sogenannten Ausnahmegenehmigungen erstellen. Also insofern ist dieses Thema so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Wenn jemand wirklich Asthma hat, muss er behandelt werden und dann sollten auch keine Hindernisse in den Weg gelegt werden, damit Asthmatiker keine Asthmamittel einnehmen können während eines Wettkampfs. Aber jemand, der kein Asthma hat, der darf natürlich keine Beta-Mimetika einnehmen. Okay, es sind wirklich nicht nur faule Ausreden, sondern ein Ausdauersport auf hohem Niveau, der ja befördert sozusagen ein bisschen dieses Sportler-Asthma. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich habe einen Bekannten im Sportverein, der hat Sportasthma und wenn der Asthma-Spray nimmt, der wird jetzt nicht unbedingt schneller. Der kann halt Luft holen, dann wieder normal, wie ich auch. Also ja. Da habe ich nicht das Gefühl, dass der und ohne das Spray, da kriegt er gar keinen Sauerstoff mehr rein. Also das ist wirklich dann kritisch. Also da habe ich das nicht das Gefühl, dass das jetzt so stark leistungssteigernd ist. Ja, womit wir wieder bei dem Punkt sind, was bringt es im Hobbysport? Also ich glaube, da ist dann der Leistungsgewinn jetzt bei einem Hobbysportler, glaube ich, relativ vernachlässigbar. Wahrscheinlich gehst du als Hobbysportler auch, also nimmst du einfach das Zeug und gehst jetzt nicht vorher noch zum Arzt und sagst, hey, kannst du mir mal irgendwie, ich habe am Wochenende ein Radrennen oder einen Marathon oder einen Triathlon, kannst du mir mal irgendwie was ausfüllen, sondern ich glaube, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du getestet wirst, so klein ist, im Zweifel nimmt man das Zeug wahrscheinlich einfach. Genau, aber du hast ja auch Sabine nochmal auch gefragt, also wer eine Krankheit hat, die ihn beim Sport einschränkt, die quasi durch ein Medikament zu lindern ist und was dann keine großen negativen Folgen hat für die Ausübung des Sports, der soll das machen, oder? Das Therapeutic Use Exemptions sind die sogenannten Ausnahmegenehmigungen, medizinische Ausnahmegenehmigungen, die Sportlerinnen und Sportler vorlegen können, wenn sie bestimmte Krankheitsbilder haben und die es ihnen dann ermöglichen, dass sie ihre Medikamente einnehmen können aufgrund ihrer Erkrankung, die normalerweise auf der Dopingliste stehen. Und solche Ausnahmegenehmigungen sind generell sinnvoll, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Also diese Ausnahmegenehmigungen, die existieren letztendlich seit Jahrzehnten, die sind aber erst mit der Gründung der WADA dann auch international vereinheitlicht worden. Und leider ist es so, dass es solange diese Ausnahmegenehmigungen gibt, werden sie eben manchmal auch dazu genutzt. Und wie oft das tatsächlich der Fall ist, das sei dahingestellt, um eben verbotene Medikamente, die als Dopingmittel eingestuft sind, dann auch auf mehr oder weniger legale Weise dann einnehmen zu können. Und leider spielen auch zahlreiche Sportärzte da bereitwillig mit. Ja. Und wenn man sich mal die Affären dazu anschaut, dann sind die meisten Affären bekannt geworden durch die Nutzung von Kortikosteroiden oder von Beta-Mimetika, die als Asthmamittel eingenommen werden. Und da habe ich ja in der vorherigen Frage schon darauf hingewiesen. Also bei den inhalativen Asthma-Sprays, also bei denen, die eingeatmet werden, da ist die Leistungssteigerung bei Nicht-Asthmatikern nicht gegeben. Aber das sieht dann anders aus, wenn man also die systemisch, also in Form von Tabletten oder Spritzen anwendet oder noch zusätzlich Kortikosteroide, also Cortison. Und letztendlich muss man da einfach auch mal mehr an Sportler appellieren, aber auch an die Sportmediziner, wirklich diese Ausnahmegenehmigungen erstmal als Sportler gar nicht erst zu beantragen, wenn es nicht notwendig ist, und als Sportmediziner die auch nicht einfach bereitwillig auszustellen. Dass sie wirklich nur dafür gedacht sind, dass also Sportlerinnen oder Sportler, die eben krank sind, die chronische Erkrankungen haben, dass man es diesen ermöglicht, dass sie trotzdem an sportlichen Wettkämpfen teilnehmen können. Ja, also ganz klar nochmal diese Unterscheidung von Sabine. Es ist wirklich eine medizinische Ausnahmegenehmigung, wenn man eine Krankheit hat oder eine Verletzung oder was weiß ich. Und auch, dass es natürlich sinnvoll ist, dass Sportler mit bestimmten Krankheitsbildern dann trotzdem ihrem letztlich Beruf ja auch nachgehen können. Aber trotzdem, ja, von ihr auch ganz klar der Appell, man sollte das halt wirklich nicht missbrauchen, weil am Ende ist es doch wieder Doping. Und wenn ich selber gesund bin, dann gehören einfach keine Medikamente in den Körper. Ich meine, das ist halt so, dass, ja, diese positiven Doping-Effekte, die wurden ja teilweise auch nur, ja, ein bisschen durch Zufall entdeckt. Das sind ja alles Medikamente, die
andere Gründe haben oder nicht andere Gründe, die andere Einsatzzwecke haben als das Doping und die quasi bei denen nur zufällig herausgefunden wurde, dass sie auch leistungssteigernd sind. Und das ist ja so ein bisschen auch das Ding. Es gibt immer wieder neue Methoden, die die Leistung steigern sollen, die vielleicht noch nicht verboten sind, aber wo manchmal irgendwie noch so ein bisschen die Grenze verschwimmt zwischen Doping, also keine Ahnung, man könnte schon sagen, ist Nahrungsergänzung, ist das Doping, indem ich mir quasi künstlich Mikronährstoffe zuführe, die ich vielleicht sonst nicht gehabt hätte, oder also da finde ich, ist so ein bisschen, also in dem Fall ist natürlich kein Doping, aber da verschwimmt manchmal so ein bisschen die Grenze, wo fängt das Doping an? Wir haben es ja vorhin, es gibt diese Definition, aber selbst mit dieser Definition kann man vielleicht nicht immer genau entscheiden, wo die Grenze zu ziehen ist. Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, ne, ob es so eine Form von legalem Doping gibt, weil Koffein zum Beispiel kann man ja ganz einfach durch einen Kaffee zuführen, man kann es aber auch in Form von einer Tablette nehmen. Und da frage ich mich dann auch, na gut, wenn ich es als Tablette nehmen muss, wäre es dann nicht eigentlich Doping, weil ich muss ja nicht irgendeine Substanz nehmen, wenn ich einfach ein natürliches Produkt zuführen kann, wo das schon enthalten ist. Und deshalb habe ich Sie da mal gefragt, wie es eigentlich mit diesen legalen Dopingmitteln aussieht. Koffein, rote Beete. Bei Koffein ist es, glaube ich, relativ klar. Gibt es ja auch viele Studien, die das schon belegt haben. Das sagt Sabine auch. Aber so gerade beim Thema rote Beete, da ist sich zum Beispiel die Wissenschaft noch nicht so ganz sicher. Und lass doch mal reinhören, was sie gesagt hat. Es gibt legale Möglichkeiten der Leistungssteigerung. Also zum Beispiel habe ich ja schon das Koffein erwähnt, wofür die Datenlage auch sehr klar ist. Es gibt aber noch weitere Substanzen, die immer wieder diskutiert werden, für die aber die wissenschaftliche Datenlage nicht ganz so eindeutig ist. Unter anderem bestimmte Pflanzenstoffe, bestimmte Mikronährstoffe. Es gab zum Beispiel mal eine Studie, in der die Teilnehmer an 6 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einen halben Liter Rote-Bete-Saft erhalten haben. Und die haben dann tatsächlich eine bis zu 16-prozentige Steigerung der Leistungsfähigkeit gezeigt und bessere Belastungswerte auf dem Ergometer. Warum das so war, war letztendlich nicht ganz klar. Es wurde vermutet, dass das Nitrat im Rote-Bete-Saft mitverantwortlich ist, das dann in Nitrit umgewandelt wird, was wieder dazu führt, dass mehr Energie den Muskelzellen zur Verfügung gestellt wird. Was aber nicht ganz klar war, kann ich diese Leistungssteigerung eben auch bei Sportlern hervorrufen, die schon mehr oder weniger austrainiert sind, oder geht es nur bei Hobbysportlern, die nicht ausreichend trainiert sind? Und was zusätzlich mit berücksichtigt werden muss, ist natürlich auch, dass dieses Nitrit, was verantwortlich gemacht wurde für diese Leistungssteigerung, dass es generell nicht als gesund angesehen wird. Also es kann zur Bildung von krebsfördernden Stoffen beitragen. Und darüber hinaus enthält rote Beete auch relativ viel Oxalsäure, was zu Nierensteinen führen kann. Also insofern lässt diese Studie ohnehin ein paar Fragezeichen bestehen. Dann gibt es natürlich weitere Mikronährstoffe, und dieser Markt, der boomt ja im Moment auch. Also wir haben zahlreiche Anbieter, die Pulver und Pillen auch teilweise individuell angepasst anhand von Laborwerten dann anbieten. Und diese Mikronährstoffe sind ja Bestandteile der Ernährung, die also keine Energie liefern, die aber für das Funktionieren des Körpers entscheidend sind. Das sind zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren. Und demgegenüber stehen die Makronährstoffe, also Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette. Und bei Radprofis ist es mittlerweile gang und gäbe, dass also das Blut auf Mikronährstoffe untersucht wird und auch Mangel ausgeglichen wird oder auch vorgebeugt wird, was ja auch Sinn macht, also zum Beispiel bei Magnesium, Vitamin B12, Eisen, Zink, Vitamin D. Aber auch Hobbysportler setzen eben immer häufiger sich mit diesem Thema auseinander. Und wenn man selber ins Detail geht, dann wird wahrscheinlich jeder fast irgendwann mal einen gewissen Handlungsbedarf bei sich sehen. Okay, also es, wie schon so oft in der Wissenschaft, ist es manchmal ein bisschen schwierig, genau da die Grenze zu ziehen oder genau eine genaue Antwort zu erhalten. Wirkt das jetzt und wie sehr steigert das meine Leistung und woher kommt das jetzt und wie nehme ich das am besten? Also es gibt dieses Wundermittel tatsächlich noch nicht, das erlaubt ist und die Leistung steigert. Aber würdet ihr jetzt zum Beispiel auf Kaffee verzichten und dafür eine Koffeintablette nehmen oder euch irgendwie rote Beete-Pulver, also weiß ich gar nicht, ob es sowas gibt, also gibt es bestimmt. Es gibt so einen rote Beete-Saft, der kam tatsächlich mal irgendwie so einer Stiege irgendwie in der Redaktion an und der wurde dann hier verteilt. Ich glaube, ich habe ihn nie getrunken, weil konzentrierter rote Beete-Saft, das musst du halt schon wollen. Also. Ja, aber das wäre ja noch wahrscheinlich das natürliche Produkt, wenn du nur den Saft trinkst, aber wenn es jetzt irgendwelche Pillen gibt, wo dieses
Nitrat einfach drin wäre. Also weiß ich nicht, da würde ich dann doch eher, also ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Rote Beete. Ich würde mir da die Nase zuhalten und irgendwie lieber an einer Rote Beete kauen, als mir da irgendwie so eine Tablette oder so ein Pulver da reinzufallen. Ja, gut, es gibt ja auch schon Leute, die, glaube ich, eine Woche lang auf Koffein verzichtet haben vom Wettkampf, damit der Koffein am Wettkampftag selber sozusagen wieder richtig reinknallt. Weil wenn du so ein Grundkoffein-Level gewohnt bist, dann ist es, glaube ich, kennt ja jeder Gelegenheitskaffeetrinker, wenn du viel Espresso trinkst, wer das nicht gewohnt ist, der kriegt halt zittrige Hände, weil er halt so aufgeputscht ist. Und wer das sozusagen so ein Pegeltrinker ist, dem hilft es halt gar nichts mehr. Und wenn dann sozusagen erstmal runterregelst, damit es dann richtig reinknallt, ja, ich weiß es nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil da denke ich mir, das sind vielleicht ein 0,5% Leistung, die es irgendwie ausmacht. Und dafür wäre es mir halt vorher einfach zu anstrengend. Und ich würde auch keine Pülverchen, Mittelchen nehmen, einfach weil es mich, es wird sich für mich wie Doping anfühlen. Aber das ist, finde ich, so ein, finde ich, ein schöner Beispielfall, finde ich, wo die Grenze, jetzt nicht zwischen Doping und Nicht-Doping, aber wo so eine Ansicht, also wo man so merkt, okay, da gibt es verschiedene Sichtweisen drauf. Weil es gibt ja genug Energiegels, die Koffein zugesetzt haben. Und das ist definitiv kein Kaffee. Aber es ist auch nicht eine Koffeintablette. Also es ist so irgendwie. Stimmt. Wenn man, also ich denke, wenn man die fragt, die meisten Leute, die würden sagen, ja, das ist irgendwie schon alles unterschiedlich, aber nur weil das eine in der Tablettenform ist und das andere mit Bananengel gemischt ist, ist das eine ja nicht irgendwie verwerflicher. Aber diese Tablette, für mich jetzt zumindest, die hat so dieses, ja, das ist ein Medikament, das ist, ja, keine Ahnung, was Künstliches, das ist nicht normal, das ist doch nicht normal. Also, ja, ich finde irgendwie so in der Tablettenform, das hat gleich nochmal so einen anderen, da hat man ein anderes Gefühl dabei, aber es ist wirklich so ein Bauchgefühl, muss ich da jetzt sagen, weil rein von der Definition her ist eine Koffeintablette, so wie ich das jetzt als Laie verstehe, nicht mehr verboten oder erlaubt als ein Gel mit Koffein drin. Also insofern ist es ja, aber trotzdem würde ich auch eher nicht eine Koffeintablette nehmen, anstatt vorher noch einen Kaffee zu trinken und unterwegs ein Koffeingel mir reinzuziehen. Ja, ich würde es so sehen, also ich trinke halt den Kaffee morgens, weil er mir schmeckt und weil er für mich zum Morgen dazugehört. Ich trinke ja dann nicht 3 Espresso. Du bist doch abhängig. Ja, ja, logisch, weil sonst werde ich ja nicht wach. Also das würde ich sozusagen genauso, also ich halt das Gel, weil ich halt dieses Sorte Gel mag, weil sie mir halt schmeckt und dann ist das Koffein mit drin, das soll halt dann so sein, wenn es halt drin ist, aber ich nehme dann nicht gezielt das Koffein zu mir im Gel und ich trinke nicht die 3 Espressos, weil da Koffein drin ist, sondern weil es halt für mich Kaffee ist und ich den morgens halt trinke, verdammt nochmal. Tatsächlich, Koffein hat ja auch nur für eine begrenzte Zeit eine Wirkung und wenn ich jetzt gerade an so einen langen Radmarathon denke, zum Beispiel meinetwegen den Ötztaler, und das Timmelsjoch, das kommt halt nach, ich glaube, nach 180 Kilometern geht der Anstieg erst los. Da halte ich halt nicht nochmal irgendwo an und lasse mir da irgendwie frischen Kaffee aufbrühen, sondern da ist natürlich dann so eine Tablette oder so ein Gel natürlich viel, viel praktischer, weil das kannst du halt den ganzen Tag im Trikot mit dir rumschleppen und dann halt nehmen, wenn du es brauchst. Den Kaffee musst du halt, also du kannst ja wahrscheinlich welchen in die Trinkflasche machen, ob du den dann noch trinken willst, ich weiß nicht. Thermoskanne. Ja, genau. Es gibt ja mittlerweile so kleine Espresso- Shots. So Camping-Espresso-Maschinen, quasi wie so eine Luftpumpe und also mit einer Mini-Pumpe, da können wir einfach herumgehen, da kannst du ein bisschen Pülverchen, ein bisschen heißes Wasser, dann ein bisschen pumpen und dann schießt du dir da dein Espresso vielleicht einfach direkt in den Mund. Dann stehst du da am Streckenrand und die anderen fragen dich, was kannst du nicht mehr? Nee, ich mach mir nur einen Kaffee. Ja, ja. Fahrt mal vor, ich komm gleich. Alles Wartet, gut. Bis das Koffein zündet. Gut, also wie ist eure, ja, wie soll ich sagen, wie ist eure Meinung zu Doping? Doping ist scheiße. Es ist eine relativ einfach zu beantwortende Frage, aber ich finde, was man jetzt gerade so ein bisschen rausgefunden oder gemerkt hat, ist, dass es ist, ja, wenn man jemanden fragt, wie stehst du zu Doping, sagt jeder wahrscheinlich, ist scheiße, aber wenn man so bestimmte Einzelfälle vielleicht nennt, dann glaube ich, ist man überrascht, wie viele unterschiedliche Ansichten es zu dem Thema gibt. Und ich glaube, das ist für mich auch so ein bisschen der Hintergrund, glaube ich, warum manche Leute im Hobbybereich, glaube ich, überhaupt anfangen mit diesem Doping-Quatsch. Also, oder warum manche überhaupt in die
Versuchung kommen, so mit so einem Schmalspur-Doping, was am Ende vielleicht gar nichts bringt, irgendwie Schmerztabletten oder so, weil da quasi, weil da nicht so eine Grenze ist oder so ein Schild, das heißt Stopp, hier, ab hier fängt das Doping an, sondern es ist irgendwie so ein diffuser Begriff, und Doping, das ist, was die Profis machen, wenn man sich irgendwie Epo reinspritzt, und ich als Hobbyathlet, ich will halt jetzt irgendwie nicht so Schmerzen haben oder keine Ahnung, da hat ein Kumpel mir so ein nahrungsergänzendes Mittel empfohlen und das nehme ich jetzt mal und so, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, und da ist es halt gut, wenn man irgendwie eine Radgruppe, einen Radverein hat oder als Jugendlicher vielleicht auch an dieses mit diesem Thema mal auf das Thema sensibilisiert wird von einem Trainer oder so. Also da denke ich, da kann, sag ich mal, viel vorgebeugt werden, dass in so einem Hobbybereich sich diese Doping-Problematik gar nicht so aufkommt. Aber ich glaube, da muss irgendjemand mal als Trainer oder als Betreuer oder so oder mal jemand von der NADA mal vorbeikommen im Verein und mal vielleicht einmal kurz erklären, hey, was ist Doping und wo fängt es an und was sind die Probleme dabei? Ja, ich meine, wo du den Nachwuchsbereich ansprichst, das ist ja, wenn man da diesen kurzen Ausflug noch machen wollen, glaube ich, so die ganz, ganz gefährliche Phase, würde ich jetzt mal sagen, wenn du so im erweiterten Endjugendbereich bist und vorm Sprung in den Profibereich irgendwie stehst und es dann auf ein paar Resultate ankommt, ob du deinen Lebenstraum, für den du quasi deine Jugend geopfert hast, aufgeben musst oder ob du es halt tatsächlich schaffst. Und da ist, glaube ich, schon die Verlockung relativ groß, nachzuhelfen. Mit Blick auf den Hobbysport würde ich sagen, wo du auch von den Beispielen gesprochen hast. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, jemand hat dann bei der großen Ötztaler Verlosung Anfang, wann ist es, im März, wo die Startplätze verlost sind, hat dann sozusagen mal Glück gehabt und hat sozusagen jetzt, das ist mein Jahr, wo ich den Ötztaler fahre, und jetzt setze ich halt alles an dieses Ziel, das zu schaffen, das zu finishen, das mit einer guten Zeit zu finishen. Und dann steht man entweder vor der entscheidenden Trainingswoche und ist irgendwie krank, schlapp oder das Knie zwickt. Oder auch beim Event selber steht man halt dann da am Start und hat jetzt seine einmalige Chance, irgendwo teilzunehmen. Oder ich kenne es von irgendwelchen Dokus über Triathleten, die dann die Chance haben, mit einem gewissen Resultat sich für einen Ironman in Hawaii zu qualifizieren. Und du stehst dann da am Start und sagst, entweder kann ich jetzt hier mir eine Ibo 500 reinpfeifen und stehe am Start. Oder ich sag, ich habe halt ein bisschen Kopfweh, ein bisschen erhöhte Temperatur. Ich lasse halt die einmalige Chance sausen. Wegen ein bisschen Kopfweh und ein bisschen erhöhter Temperatur so ungefähr. Da glaube ich schon, dass es Entscheidungen sind, die man falsch treffen kann, sagen wir es mal so. Die nicht ganz so schwarz und weiß sind, wenn man quasi direkt vor der Entscheidung steht. Aber da ist halt wirklich das, was wir zwischendrin schon gesagt haben. Die negativen Folgen von Doping, die macht sich natürlich keiner klar, der irgendwie denkt, ich muss jetzt irgendwie meine Leistung steigern, oder der selber denkt, oder der sich selber unter Druck setzt, irgendwie eine gewisse Leistung zu erreichen, der denkt dann halt vielleicht nicht an die Folgen in ein paar Jahren, beziehungsweise... Ja, die werden erfolgreich verdrängt, fragt jeden Raucher. Jeder Raucher weiß, dass es ungesund ist, und die gesundheitlichen Risiken werden aber verdrängt. Also ich meine, das funktioniert ja beim Doping auch nicht anders. Und es vor allem, wenn es dann so ist, ja gut, dieses eine Mal, diese Ausnahme, davon werde ich jetzt nicht 5 Jahre früher sterben, aber leider ist es dann halt auch, oder kann das dann quasi so ein bisschen der Dammbruch sein, wo man dann sagt, ja, beim nächsten Mal vielleicht nehme ich einfach ein bisschen mehr oder so, oder ich nehme halt nicht nur eine Schmerztablette aus der Apotheke, sondern da gibt es noch ein besseres Mittel, habe ich im Internet gesehen. Also so ist es wahrscheinlich. Es ist, glaube ich, dieses Graduelle und dieses Reinfallen so ein bisschen über so ein bisschen ein paar schwammige Themen, und dann irgendwann stehst du da mit der Epo-Spritze im Hintern. Ich würde so beim Thema Doping irgendwie das so ein bisschen von zwei Seiten beleuchten oder so in den beiden Kategorien beleuchten. So klar, Doping ist scheiße, brauchen wir nicht drum herum reden. Ich glaube, keinen, den man fragt, der wird sagen, Doping finde ich eine super Sache. Die Frage ist ja immer, wie geht man damit um? Und ich im Leistungssport, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber im Leistungssport kann ich es ein Stück weit verstehen, wenn Sportler dopen, weil das ist quasi deren Beruf. Das ist deren Kapital, und ihre Fitness ist ihr Kapital. Und gerade im Radsport, wenn man sich in der World Tour umschaut, der 2-Jahres-Vertrag ist ja eigentlich Standard. Du hast also alle 2 Jahre fährst du um deine berufliche Zukunft. Und dass dann natürlich
eine Notwendigkeit, sich solcher Substanzen und solcher Mittel zu bedienen, irgendwie größer ist als vielleicht bei einem Hobbyathleten. Das kann ich dann irgendwie auch verstehen. Es rechtfertigt überhaupt nicht, wenn jemand irgendwas nimmt. Aber da geht es halt wirklich um die eigene Zukunft. Und da können halt wirklich ja, Lebensträume zerplatzen. Beim Hobbysport geht es ja nur ums Ego und irgendwie um die Selbstdarstellung vielleicht auch. Und deswegen kann ich es da eigentlich gar nicht nachvollziehen, auch wenn ich weiß, dass bei manchen Leuten das Ego wichtiger ist als die Berufslaufbahn. Also dass man das Ego niemals unterschätzen sollte. Ja, ich meine, da sind wir schon bei meinem Fazit sozusagen zum Doping im Hobbysport, weshalb ich das so also rundheraus ablehne, weil für mich geht's halt bei, wenn ich irgendwo starte und antrete, letzten Endes darum, eine Leistung zu erbringen, auf die ich im Rückblick stolz sein kann. Wenn ich weiß, okay, das habe ich selber geschafft. Mhm. Das ist dann für mich egal, ob es dann beim Ötztaler Platz 100, 3000 oder gerade kurz vor sie fegen schon im Ziel zusammen ankommen ist. Aber ich habe es halt geschafft. Das ist meine Leistung. Und wenn ich jetzt wüsste, die habe ich nur geschafft, weil ich halt Mittel X genommen habe, dann wäre diese ganze Leistung, alles, was dahinter steckt, für mich persönlich nichts wert. Also es ist echt so, wo ich sage, dann mag ich vielleicht schneller als drei Leute gewesen sein, die ich vielleicht sonst nicht geschafft hätte. Aber ich weiß ja, was ich dafür getan habe, und dann kann ich mich darüber nicht freuen und da keinen Stolz auf diese Leistung entwickeln. Und dann, deswegen kann ich das halt dann überhaupt nicht nachvollziehen. Aber deswegen ist es auch, finde ich, so ein Punkt, denke ich, wo man, wo es darauf ankommt, dass man vielleicht selber im eigenen Umfeld dafür auch mal ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Bewusstsein schafft. Man muss jetzt nicht zum absoluten Anti-Doping-Beauftragten im Verein oder in der Radgruppe irgendwie werden, aber vielleicht, sollte man mal mitkriegen, dass jemand sagt, er hat irgendwie, wäre heute eigentlich nicht gefahren, aber mit einer Ibu geht's, mit einer Schmerztablette oder so. Vielleicht kann man ja da mal sich zu Wort melden, ohne jetzt den berühmten erhobenen Zeigefinger und sagen so, ey, ist aber auch nicht so gesund einfach, ist ja auch immer ein gutes Argument, weil ich glaube, umso mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es auch im Hobbybereich vielleicht ein Problem sein kann und umso mehr Leute quasi auch mal darüber reden, umso eher ist es vielleicht für andere dann der Anlass, nochmal innezuhalten und zu denken, eigentlich, wenn man jetzt ganz genau nimmt, ist es quasi jetzt gerade nicht die richtige Entscheidung, mir irgendwie dieses Mittel im Internet zu bestellen. Und ich glaube, das ist der Weg, wie man mit dem Hobbysport da am ehesten beikommt. Klar, könnte man sagen, härtere Strafen, mehr Kontrollen, aber so viele Leute, wie den Sport ausüben und so viele Leute, wie da an der Startlinie stehen, das ist faktisch nicht machbar. Das wollen wir auch alle nicht. Den Aufwand und die Mehrkosten, die dadurch entstehen, würden sich, glaube ich, fast alle Leute aufregen. Aber wie gesagt, das fängt klar bei einem selber so natürlich an, aber halt auch im direkten Umfeld, dass man da mal sagen kann, hey, wenn du krank bist, bleib im Bett, und wenn es nicht schneller geht, dann fahren wir halt alle ein bisschen langsam, damit du nicht immer hinterherjagen musst. Vielleicht ist das schon der kleine Anfang zu einer dopingfreien Zukunft. Ja, und Brunki hat es gerade so schön gesagt, das geht ja, und da habe ich mich gerade auch total drin wiedererkannt, so sich einfach über die eigene Leistung zu freuen und nicht irgendwie, was jetzt andere von einem denken, wenn man jetzt irgendwie den Ötztaler 10 Minuten schneller gefinisht hat, sondern einfach zu sagen, ey, ich habe an dem Tag so viele Aufs und Abs und Höhen und Tiefen und emotionale Kämpfe gegen mich selber und gegen die ganze Welt gekämpft, und das habe ich aber geschafft, weil ich quasi meine Leistung gebracht habe, die sauber, die fair und die gerecht war. Finde ich total wichtig, damit sich selber im Reinen zu sein und nicht irgendwie nach außen irgendwas darstellen zu wollen, was man nur durch Medikamente erreicht hat. Okay, Erik, dann frage ich dich mal im Ende August, Anfang September, wenn ich dann 10 Minuten vor dir im Ziel war. Mark my words. Ja. Hätte ich mal diese Tablette heute Morgen genommen, dann wäre ich noch vorm Huli gelandet. Diese eine Koffeintablette hat gefehlt. Verdammt. Also, dann sagen wir, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wenn euch dieses kontroverse Thema auch quasi unter den Nägeln brennt und ihr dazu mal was loswerden wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de. Da könnt ihr natürlich auch eine E-Mail zu allen anderen möglichen Themen schreiben, auch wenn ihr mal einen Themenvorschlag für den Podcast habt. Und dann versuchen wir das in unseren Themenplan mit einzubauen.
Uns gibt es natürlich nicht nur als Podcast, sondern es gibt auch ein Heft mit dem Namen Roadbike. Das könnt ihr jeden Monat am Kiosk kaufen oder wenn ihr euch den Weg zum Kiosk sparen wollt und stattdessen lieber Radfahren geht, dann schließt einfach ein Abo ab. Dann kommt das Heft nämlich zu euch nach Hause und ihr könnt es dann während der Regeneration auf der Couch lesen. Unter roadbike.de/abo oder roadbike.de/heft, da findet ihr alle Infos und wie ihr an ein super günstiges Abo rankommt. Und außerdem gibt es uns natürlich noch auf Social Media, auf Facebook, Twitter und Instagram findet ihr uns als Roadbike Magazin und da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir versuchen auch da immer wieder reinzuschauen und alle Fragen und Nachrichten zu beantworten, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Und auf roadbike.de findet ihr auch alles zum Thema Rennradfahren, was euch interessiert. Nur nicht zum Thema Doping, weil dazu solltet ihr nichts Neues lernen. Zumindest nicht von uns. Aber ich finde, Roadbike lesen ist auch so ein bisschen wie Doping, weil ich kriege danach immer total Bock aufs Rennradfahren. Und, das ist Doping, das Doping, für, die Doping Seele. Für die Seele. Ja. Das ist unser neues Slogan. Roadbike.de. Doping für die Seele. Okay. Alles klar. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.